So, hallo zurück zu meinem Let's Play von Resident Evil. Ja, also, ihr habt es schon mitbekommen, wir haben die erste Folge 5 Minuten kürzer, die zweite Folge 10 Minuten kürzer. Das heißt, wir haben für diese Folge ein bisschen was in Reserve, im Petto sozusagen. Und starten jetzt einfach mal ganz flottiger Galoppi in diese Folge rein, die einfach dann entsprechend Überlänge haben wird. Also, wir sind der Mutter des Hauses begegnet und haben jetzt die Aufgabe, die Spinnenrätsel zu lösen. Damit wir hier weiterkommen. Also Oma haben wir erfolgreich ausweichen können. Ich hasse diese Rätsel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, jetzt haben wir es. Wo muss ich es eigentlich? Ja. Entsprechend drehen. Das ist so schwer zu steuern. Ich weiß, dass ihr denkt so, ach, der muss das doch nur drehen. Aber es ist wirklich schwer. Also man muss die Maus quasi auf der Stelle drehen, ohne dabei zu verrücken, damit der Schatten stimmt. Aber Gott sei Dank, ne, muss man es nicht hundertprozentig genau treffen. Gott sei Dank. Wir verschwinden jetzt mal ganz schnell in den Gang. Und wir feststellen, wir haben eine Taschenlampe dabei. Na, sehr lecker. Na. Mist, 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 Mist! Lecker! Lecker! Ah, Scheiße! Lecker! Lecker! Lecker, besonders lecker, wird immer besser, wird nicht besser, wird nur leckerer. Okay, wir sind am Ende. Ah, und wir sind wirklich auf der anderen Seite. Festbrennstoff. Jetzt hoffen wir mal, dass wir hier auf der Seite auch einen Speicherpunkt haben werden, damit wir das Zeug auch nutzen können. Da ist eine Krähe an der Tür. Ich glaube, das war für den Arsch, das rüberklettern. Und da muss die Kurbel dran. Aber wir haben weder die Kurbel noch was anderes gefunden. Das heißt, hier kann man eine Art Abkürzung wahrscheinlich machen. Die erschaffen sozusagen. Wenn man hier immer wieder rüber muss. Also hier brauchen wir eindeutig den Krähenschlüssel. Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du mit deinem Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Okay. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe, du armseliges, verwöhntes Kind? Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich, armselig. Aber immer so herabschauend auf uns und versucht, dein Zuhause zu verlassen, nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig, armselig, armselig. Wenn du mein Altar auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und serviere sie als Steak. Ja gut, die wächst ja eh nach, ne? Das ist jetzt nicht wirklich irgendwie erschreckend, oder? Nein, wir brauchen tatsächlich einen speziellen Schlüssel hierfür. Und wir haben wieder Chemikalie. Was ja in dem Sinne ja positiv ist. Weil wir haben ja auch eben Brennstoff gefunden. Das heißt, nötigenfalls brauchen wir einfach nochmal mehr Brennstoff. Aber ich bin jetzt so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, überrascht. Ja, überrascht ist, glaube ich, wirklich das richtige Wort. Dass es hier nicht so wirklich weitergeht. Der stand doch drüben auch. Haben sie zwei davon? Eher unwahrscheinlich. Aber gut, liebe Programmierer. Ihr wart im Traum, um eine Item zu machen. Okay, nochmal Psychotikum. Und
Katze gab es hier anscheinend auch mal im Haus. Oh, nochmal Chemikalie. Und da ist irgendwo ein Kopf. Und da ist die Kurbel. Da ist der Kopf. Scheiße, was gibt denn das in wir her? Wir können das Psychotikum nehmen und wir können nochmal Brennstoff bauen. Bauen wir Brennstoff, ne? Machen wir jetzt einfach mal. Sehe sonst nichts. Das wundert mich ein wenig. Wir hier dürfen nicht durchgehen. Das war doch die Tür, wo sie die Mia hin entführt hat, ne? Tu endlich was. Ich komme da nicht drüber weg, dass der anscheinend wirklich auf unserer Seite ist. Würde ich jetzt schon fast daraus schließen wollen. Schnauze, Fury. Habt ihr auch das Gefühl, jetzt kommt Mama? Ich wollte nicht M. Danke fürs Angreifen. Wir haben wieder etwas Rot. Wir können jetzt mal ein Kraut nehmen zur Abwechslung. Ja. So, wir haben jetzt auf jeden Fall die Kurbel. Ich frage mich jetzt ernsthaft, ob wir diese Kurbel überhaupt hier benutzen sollen. Oder ob wir nicht lieber uns da den Gang durchquetschen. So ekelhaft wie der war, aber ich habe so eine ganz doofe Vermutung, was diese Kurbel dann angeht, wenn wir das hier einsetzen. Ah, dafür gibt es Game Saves, ne? Hier scheint es ja nicht hinzukommen, warum auch immer. Was fehlte uns da unten nochmal? Das habe ich jetzt glatt. Ah ne, da kam man generell nicht weiter, ne? Nein, ich höre ihre. Aber ich kann mich auch irren. Nein, sie ist nebenan. Ich würde gerne ausprobieren, ob ich die nicht mit dem Bunsenbrenner auch töten kann, aber ich vermute mal eh nicht. Ich stehe mit Absicht so rum, weil ich habe die Seite vom Kopfhörer an. Die habe ich nämlich nicht an. Es klingt so, als ob sie weg wäre. Ich will nicht unnötig Brennermunition benutzen. Ich höre immer noch Schritte. Da bist du. Ich kann mich doch gar nicht sehen.
Tut mir leid, so wollte ich eigentlich die Spielzeit nicht verbringen. Man kann überhaupt nicht hören, ob sie jetzt nebenan ist oder wo sie ist. Wir riskieren es jetzt einfach mal. Ist die Frau ein bisschen doof. Ein Hoch auf die dummen Viecher. Fast mal, dass wir die Kugel nicht mehr brauchen. Erste Hilfe 18. Sie haben nicht genug Platz. Wie viel haben wir denn da? Ja, zwei kann man nicht auf Lager haben. Ui. Brennstoff. Okay. Kiste. Und ein Krähenschlüssel drin, okay. Den wir nicht nehmen können, weil wir keinen Platz im Invi haben. Wir können die Psychopharmaka nehmen, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt gerade Verschwendung ist. Wir können noch mehr von der guten Munition machen. Aber auch das habe ich das Gefühl, dass es Verschwendung ist. Das bringt ja nichts, wenn wir Munition machen. Brennermunition haben wir auch genug. Ich glaube, wir nehmen die Psychopharmaka. So. So, wenigstens. Oh, da ist noch was drin. Ah ja, das war ja die erste Hilfe-Arznei. Hier was übersehen haben. Nein. Ich meine, man übersieht ja wirklich Sachen. Ne? Also diese Arznei ist ja gar nicht mal so schlecht. Scheint nicht da zu sein. Hier ist also überall nichts. Also da im Flur war noch was. Das nützt nichts. Wir müssen jetzt erstmal komplett zurücklaufen und Indie loswerden. Also ich denke, dass wir die Kurbel nicht mehr brauchen. Wir lassen mal auch wieder das da. Weil den Krähenschlüssel werden wir auf jeden Fall noch brauchen, weil da hatten wir, glaube ich, im ersten Haus auch noch Bedarf. Die Frage ist, gehen wir jetzt zurück zum ersten Haus? Ich mache mal zwei Games safe mal. Falls wir uns entscheiden, nämlich nochmal ganz zurückzulaufen, um den Krähenschlüssel zu benutzen.
Das war Munitionsverschwendung. Da drunter war doch was. Da ist doch ein Kanister. Okay, wie kommen wir nach? Okay, was lernen wir daraus? Reposieren wir jetzt aber nochmal. Warum können wir jetzt den Kanister nicht nehmen? Warum können wir diesen Kanister nehmen? Nur unter Einfluss vom Psycho-Dings da. Das ist doch ätzend. Der liegt doch da. Warum darf ich den nicht nehmen? Ah, jetzt nimmt er ihn. Oh. Okay, gut. Wir laden nochmal neu. Klar. Sollen wir hier die komplette Arzneimittel hier lassen? Ich mich jetzt echt ernsthaft an Fragen. So, das habe ich nicht vergessen. So, jetzt speichern wir nochmal. Den Krähenschlüssel. Noch irgendwo was liegen lassen? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Hatten irgendwo doch mal was gesehen mit die unter Einwirkung von diesem Psycho-Zeug. Ach ja, die erste Hilfe in der Arznei war das ganz am Anfang, ne? Auf der anderen Seite der das hatten wir weggenommen, naja. Hinterher, ne? Och, noch eine antike Mütze. Scheiße, die habe ich eben übersehen. Ah, manchmal wünscht man sich ja, man würde mehr übersehen. Okay. Manchmal aber noch. Irgendwann werden wir uns ja ihr stellen müssen, ne? Aber irgendwann ist nicht jetzt.
warte ja da auf die, ultimative Angriffswaffe. Boah, wir machen aber auch einen Lärm. Ah! Leck mich am Arsch! Die Karten schnipsen ab. Und wir haben wieder einen Endkampf. Okay. Okay, 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 okay. Wie kommen wir jetzt hier raus? Das ist jetzt irgendwie unlustig. Können. Da war die Treppe. Den Fisch. Okay, das war so schlecht gelöst, dass wir es glatt nochmal machen. Wo sind wir? Ah ja, da hier sind wir. Das heißt, wir müssen die erste Hilfsmedizin noch holen. Stimmt das überhaupt, was ich hier sage? Ja. Wir versuchen, den Krähenschlüssel einzusetzen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Erste-Hilfe-Arznei. Jetzt müssen wir noch den Bunsenbrenner holen. Okay, das hat auch geklappt. Gute Frage, komme ich von hier aus vorbei? Nein, ich glaube nicht. Ich denke, wir kriechen noch mal zurück. Boah, hatte ich mich eben erschrocken. Ey, leck mich am Arsch, da steckt mir jetzt noch eine Knochen. Ich weiß, super, super lächerlich, aber... Sehen wir den Gang wenigstens auch mal von der Seite. Scheiße, die so rumzuflüchten. Ich weiß natürlich nicht, wie weit sie nach vorne geht. Klingt so, als ob sie sich entfernt. Ja, ist auch so. So, also, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Und jetzt speichern wir einfach nochmal ab. So, das irgendwie. Haben wir noch Platz genug? Jo, Hammer. Also, sehr geil. Speichern wir kurz ab. Machen wir wieder beide Speicherplätze wie eben. Falls wir, ne, Endschlüssel und so weiter. So, und jetzt werden wir kurz mal die Aufnahme unterbrechen. Ich entschuldige mich, aber ich muss einen wichtigen Anruf tätigen. Die Aufnahme dauert schon ein bisschen zu lang. Deswegen, ich muss jetzt gerade mal telefonieren. Bis dann. Tschüss. Die Aufnahme geht weiter. Entschuldigung, ich musste gerade mal mit meinem neuen Arbeitgeber telefonieren und dem Zusagen entsprechend. Jawohl, Leute, ich habe eine neue Arbeitsstelle. Was soll ich sagen? Ich freue mich total drauf. Muss ich einfach mal so sagen. Ich freue mich total drauf. Wer hat hier so viel geraucht? Ich war es nicht. So, was müssen wir jetzt machen? Wir haben den Krähenschlüssel und wir haben es ja eben schon gesehen. Es kommt ein kleiner Endkampf. Und dazu brauchen wir die Pampe. Ich frage mich gerade, ob wir hier rumgehen. Ja, passt. Ja, passt nicht, passt nicht, passt nicht. So, wir gehen dann doch mal hier durch wieder. Boah, wie ich wieder so erschrecke. Ich meine, das Unlogische ist ja, dass man sie da sieht und sie dann da ist. Macht ja gar keinen Sinn, ne? Die kann ja gar nicht so schnell bis da gekommen sein. Gut, dass wir sie sehen. Da müssen wir hier rauskommen und sie eigentlich auch sehen, ne? Dass er jetzt von links kommt. So, bereit zum Erschrecken. Ja. Ich bin schon wieder erschrocken. Also wir sind ja vorbereitet. Wir haben die schon im Anschlag. Wir haben sie eben wunderschön gekillt. Wir haben nur die Leiter gesehen. Also das war noch besser. Da ist die Leiter, jetzt sehen wir sie direkt. Okay, du kleiner Sch.
Das war doch schnell und zügig. Dachlampe. So, alte Entschuldigung. Kommen wir hier nochmal zurück? Doch, wenn wir hier rumgehen, dann speichern wir nämlich nochmal ab. Ganz cool, wie wir sind. So, theoretisch haben wir jetzt das Haus für uns alleine. Wir können jetzt einziehen, sozusagen. So, jetzt machen wir den oberen Speicherplatz, oder? Ne, machen wir wieder beide, komm. Wir wissen ja noch nicht, was passiert, also machen wir wieder beide. So, haben wir irgendwas zu viel an Bord? Ne, eigentlich nicht. Die haben uns nicht einmal erwischt. Das war echt... Das war ein Bosskampf, der mir gefällt, sozusagen. Der war leicht. Deswegen gefällt. So. Meint ihr, wie blöd ich jetzt gucke, wenn sie jetzt wieder um die Ecke auftaucht, ne? Weil wir haben ja auch kaum Flintenmunition noch. Nur 4 Schuss, 5 Schuss. Eigentlich dürften ja jetzt auch keine Insekten mehr auftauchen, ne? Weil ja eigentlich... Mama mit ihrer... Ist der Wasserstand angestiegen? Das sieht so aus, ne? Die Brüder unten schnörpelt da immer noch. Jetzt gehe ich nochmal zurück. War das eine optische Täuschung, oder? Nee, das sieht wirklich so aus, als ob der Wasserstand angestiegen ist. Ich meine, es ist ein bisschen unlogisch, ne? Warum sollte hier dann kein Wasser sein, wenn da vorne Wasser ist? Eigentlich hätte hier dann auch Wasser drin sein müssen, weil so dicht kann diese Wand dann nicht sein, dass da kein Wasser durchrinnen würde. Okay. Krähenschlüssel, krack. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Ein Fahrrad. Okay. Ein Fahrrad. Oh. Das ist also die Tochter. Ist das Zoe? Was ist das? Target acquired. Okay. Okay. What's that? Kann man das irgendwie weiter erforschen? Nein, ne? Ah, da aber. Treffen der Serie des Serie-Serums. Den folgenden Objekten in der Lage, Serum zu synthetisieren. D-Serie, Gehirnnerv. D-Serie, peripherer Nerv. Okay, was soll mir das jetzt sagen? Ich glaube, das ist es. Tja, und jetzt? Und jetzt? Hm. Oh, das jetzt. Telefon. Hallo? Und? Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Ich habe keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Wir müssen einen Arm finden, heißt das. Okay, das finde ich aber sehr armhaltig. Tja. Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir hier sonst nichts machen können. Ich habe so ein bisschen Befürchtung, weil es stand ja so schön, geh nicht nach oben. Was jetzt kommt? Das ist der Altar.
Kinderzimmer, kontaminierter Raum. Okay, das klingt nicht gut. Muss man jetzt einfach mal so sagen, das klingt nicht gut. Okay. Okay, eine Voodoo-Puppe. Warum habe ich das Gefühl, Oma kommt gleich? 11. Oktober. Habe den ganzen Tag Ohrensausen, kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht. Irgendetwas stimmt mit dem Kind nicht und mit der Frau, die es mitgebracht hat. Okay, was für ein Kind, was für eine Frau. 15. Oktober. Ich sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich gerünscht. Was passiert mit mir? Das ist das Tagebuch von der Oma. 13. Oktober, das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Oktober, habe das Geschenk in den geheimen Raum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Das klingt nicht gut. Naja, ich habe ja gesagt, Oma lebt noch. Oh, Muni. Da haben wir immerhin jetzt noch 7 Schuss. Aha, da muss man irgendwas dranhängen. Die Laterne. Okay, wie kommen wir jetzt an die Laterne dran? Wir hätten die Laterne mitnehmen müssen. Ich wette, die Tür geht so nicht auf. Sie, Senior. Woher wusste ich das? Na super. Die Alte ist mit der Laterne weg und die Laterne brauchen wir. Das ist ja wieder sehr geil. Ich frage mich gerade, ob wir zum alten Haus rübergehen und den Krähenschlüssel da ausprobieren. Aber so wie ich das sehe, müssen wir ja eh früher oder später zum Wohnwagen zurück. Also werden wir das erstmal verschieben. Da unten ist ein Gang. Was zum Teufel? Das ist neu. Würde ich ja niemals hinterherkriegen. Nie klettern, nie unter Mann, ne? Okay, wo sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt hinter dem Zaun, den die Karten waren? Ja. Sind wir. Das heißt, wir können jetzt wunderbar nochmal abspeichern und die Folge beenden. Das finde ich gut. Ist nichts da, was ich irgendwie hier lassen könnte, ne? Das ist echt.
Krähenschlüssel brauchen wir ja auch eigentlich theoretisch noch. Naja, was soll ich sagen? Wir beenden jetzt hier mal die Folge. Das heißt, ich speichere noch ab. So. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es weitergeht. Ich danke euch wieder mal fürs Zuschauen. Der übliche Hinweis, ihr habt hier wieder mal zwei Links zu sehen. Ne? Der eine Link ist zu dem, ja, habe ich jetzt schon oft genug darauf hingewiesen, zu Innocence, einer der besten, für mich das Spiel des Jahres. Da möchte ich eigentlich nochmal für werben und euch darauf hinweisen. Und das andere ein Video einfach nur mal so zum Reingucken. Und ich hoffe einfach, ihr guckt auch rein und ja, vielleicht gefällt euch ja was und ihr schaut euch dann gleich die ganze Serie an. Glaubt mir, manchmal sind es gerade die Spiele, die man nicht so gut kennt, die einem dann auf einmal richtig gut gefallen. Also von daher, schaut rein, würde mich freuen und ganz wichtig, auf das Logo oben klicken. Abonnieren, Leute, abonnieren. Das ist das Lob für jeden Let's Player. Vergesst das nicht. Abonnieren und liken. Von daher, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder morgen. Tschüss.